Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Mein Name ist Michael und wir spielen heute den neuen Modus Lights Out. Ich habe das gestern schon mal getestet und reingeschaut. Es ist sehr, sehr interessant. Ja, aber ihr werdet es gleich selber sehen, ja, den neuen Modus. Und wir spielen mit Alan Wake. Einfach so, weil der neue Charakter ist. Ich habe die Quest hier aus dem Archiv. Das gibt so extra Quests im Lights Out. Und ja, wir müssen Schließe-Generatoren-Fähigkeitschecks ab. Und das machen wir jetzt. Und gehen wir rein in die erste Runde, in den neuen Modus, was es jetzt für eine Woche oder 6 Tage gibt. Ja, schauen wir einfach mal rein, Leute. Suchen wir uns eine Lobby. Und dann zeige ich euch das mal, wie es genau ausschaut. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Es ist alles so ziemlich dunkel. Das sagt es ja auch. Lights out, ne? Licht aus. Es ist alles dunkel. Der Killer hat. Wir haben keinen Terrorradius. Wir sehen den Killer wirklich in letzter Sekunde erst und ja, der Killer sieht keine Kratzspuren von uns. Wir sehen halt, der Killer sieht unsere Kratzspuren nicht, wie gesagt, wir haben kein Terrorradius, wir hören den Killer nicht. Man kann den nur kurz vorher sehen und das ist das so das Interessante dran. Ja, ich finde es cool. Und wie gesagt, schauen wir jetzt rein, dann zeige ich euch das, ja. Dead by Daylight Lights Out. Leute, checkt meinen Kanal ab. Gaming mich hier, kommentiert, like, lasst dann Daumen hoch da. Lasst viel Liebe da. Teilt meine Videos und lasst gerne auch ein kostenloses Abo da, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Und ich bedanke mich schon mal im Voraus. So, jetzt geht's rein. Ach so, man hat auch keine Add-ons dabei. Keine, wie gesagt, keine Opfergabe, keine Add-ons, keine Items und keine, ja, keine Perks. Ja. Niemand, der Killer nicht und wir auch nicht. Und das ist wirklich, ich finde es cool gemacht. Ja. Aber seht selbst, Leute, seht selbst. So, zerstörter Platz, Borgo. Seht ihr jetzt schon? Richtig geil. Man Whose sieht sick nightmare is nichts. this? Man sieht keine Fortschritte. Man muss auf seine Ohren und seine Augen einfach. Was haben wir da? Eine Karte. Die Karte bringt ja mal gar nichts. Das ist Nemesis. Wieder eine Karte. Wir müssen uns echt konzentrieren. Leute, man sieht nichts, nur das Gestampfe.
Sprung. Man sieht nichts. Man sieht gar nichts, Leute, nichts. Keine, aber der sieht auch unsere Kratzspuren nicht. Aber er hört uns jammern, das ist das Problem. Ja, das Problem ist, das Unfaire ist einfach, Leute, er hört uns jammern. Ne, das ist unfair. Aber das müssten die eigentlich ausschalten. Ja, da muss man sich auf seine Ohren und Augen verlassen bei dem Modus. Direkt abgefarmt. Sehr geil. Sehr geil. Ja. Ja, der wird da jetzt campen. Ja. Ach Junge. Oh mein Gott, da ist er. Ja, Leute, habt ihr das gesehen?
Ja, es ist richtig cool gemacht, finde ich. Ja, man muss es mögen. Ja, ich finde es lustig. Da muss man sich komplett auf sein Gehör und ja, auf seine Augen verlassen. Wie gesagt, einziger kleiner Nachteil finde ich ist einfach, dass wenn wir verletzt sind, dass da unser Gejammer hört. Und das müssten sie eigentlich auch ausschalten. Ja. Jo, gehen wir noch in eine Runde rein, würde ich sagen, oder Leute? Komm, eine Runde machen wir noch. Oh, alle Männer hier. Mit dem Pain, Dragon und Mr. Hack oder so. Ich habe mit zwei Fähigkeitschecks gemacht. Wow. Na gut, ich wurde die meiste Zeit auch gejagt. Ja. Jojo, auf in die zweite Runde. Und wieder Borgo. Okay, schade. Ich hätte gerne eine andere Karte gesehen. This is it. Es ist ja wieder Nemesis. Nemesis hat direkt jemanden gefunden. Komisch. Wieso wird da schon wieder einer gejagt? Okay. Und noch nicht gerettet. Thank you.
war hier. Ja, den Zombies ist auch unfair, ne? Ich weiß nicht, ob der Killer das sieht, keine Ahnung. Ja, Leute. So mit Zombie und so und verletzt sein ist nicht okay, ne? Ich weiß nicht, ob der Killer sieht, wie der Zombie gejagt. Aber wenn verletzt sein, der hört uns echt jammern, ne? Und das müssten sie eigentlich ausstellen. Das ist jetzt der vierte Gen. Okay. Die Frage ist jetzt nur, wo ist das Tor? Man sieht es auch echt nicht. Man muss echt nah dran sein. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wo der zweite war. Ich glaube, der Ach, scheiße. Naja, schade. Ja.
Leute, jetzt habt ihr es mal gesehen. Ich hoffe, ihr findet es auch interessant, so wie ich. Ich finde es eigentlich sehr interessant. Und ja. Ja, Leute. Ja, das war Lights Out. Das wollte ich euch mal zeigen. Und wie gesagt, wenn euch das gefällt, dann lasst doch gerne Anregungen, Kommentare, Like da. Und ja, teilt meine Videos, supportet mich. Und wenn ihr möchtet, lasst auch gerne kostenlos ein Abo da. Das würde mich super freuen, wenn ihr das euch getan haben solltet. Dann bedanke ich mich schon mal im Voraus und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Michael.